Die heute veröffentlichten Konjunkturzahlen zeigen einmal mehr das gesamte Desaster, das durch die Corona-Krise hier ausgelöst ist. Und nun werden viele wieder sagen, ah ja, der Fugmann, der ist doch immer so pessimistisch. Aber ich bringe nur das, was faktisch der Fall ist, heute an Zahlen. Und bitte um Nachsicht und sage, warum soll ich denn als Überbringer der schlechten Botschaft hier abgestraft werden? Das ein kleiner Scherz am Rande. Aber schauen wir uns die Dinge mal an, die hier der Fall sind. Wir sehen heute den ADP-Arbeitsmarktbericht, so ein bisschen die Vorausschau auf die großen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die sogenannten Non-Farm Payrolls, die von der Regierung veröffentlicht werden. Allerdings zeigt sich, wie bei der letzten Revision, als man da ein paar hunderttausend Stellen plötzlich weggestrichen hat, dass diese Daten am Freitag, die Non-Farm Payrolls, nicht sehr zuverlässig sind. Viel zuverlässiger dagegen dann die US-Erstanträge, die morgen dann veröffentlicht werden. 20.236.000 Jobs sind weggefallen in den USA. Davon bei großen Firmen 9 Millionen, kleine Firmen, Small Businesses 6 Millionen und bei den mittleren 5,2 Millionen. Und wenn wir uns mal anschauen, in welchen Bereichen das der Fall ist, dann sehen wir vor allem natürlich den Service-Sektor mit 16 Millionen Stellen und die Produktion mit 4,2 Millionen Stellen, die da weggefallen sind. Es sind vor allem Trade, Transportation, Utilities, diese Geschichten, Construction, also Manufacturing und, die hier besonders betroffen sind, also diese Bereiche, die jetzt durch die Corona-Krise am meisten leiden. Hier sehen wir nochmal eine andere Auflösung, Leisure and Hospitality, das ist praktisch das, was man als Gastronomie bezeichnen kann, hier mit Abstand die meisten, Construction, also Bau, ist betroffen, aber es geht eigentlich durch die Bank, nur Natural Resources und Mining sind nicht so wirklich nach unten gekommen. Also das zeigt so ein bisschen das Ausmaß des Desasters. Wenn wir das mal vergleichen, nämlich die Non-Farm Private Payroll Employment, dann sehen wir, da haben wir praktisch jetzt einen radikalen Absturz der Beschäftigung und hier ist zum Beispiel der Nasdaq Composite relativ lange in diesem Chart erkennbar parallel gelaufen zu dieser Arbeitsmarktstatistik. Jetzt hat sich das ein bisschen entkoppelt, wie Sie dieser Grafik entnehmen können. JP Morgan hat heute in Gestalt des Analysten Norman gesagt, ja, die Aktienmärkte sind ein bisschen überoptimistisch. Es wird Jahre dauern, bis die Unternehmen wieder einigermaßen dahin kommen, wo sie vorher gewesen sind, um solche Profite zu erzielen. Heute hat das Weiße Haus dann in Gestalt von Hassett gesagt, ja, es ist möglich, dass wir im zweiten Quartal ein Minus von 40% haben. Dagegen ist die Weltwirtschaftskrise ja geradezu ein laues Lüftchen. Aber die Aktienmärkte haben sich gesagt, das ist uns egal. Wenn man aber mal ein bisschen unter die Oberfläche schaut, beim sogenannten Market Breadth, was ist das? Das ist im Prinzip das Verhältnis zwischen steigenden Aktien und fallenden Aktien. Und wir sehen, wenn der S&P 500, der Leitindex, mindestens 1% gestiegen ist, dann haben wir einen Überhang von 370 Aktien, die gestiegen sind im Vergleich zu denen, die gefallen sind. Während wir, wenn die Märkte 1% oder mehr gefallen sind, da ein deutliches Übergewicht eben haben von den Aktien, die gefallen sind. Das heißt, hier einmal mehr eine Indikation, dass die Marktbreite nicht vorhanden ist, wenn es nach oben geht. Und es ist ja in letzter Zeit nach oben gegangen, Hoffnung auf den Lockdown, Hoffnung, dass der Fed-Put die Brücke ist zwischen der Realität und der Zukunft. Aber wir werden sehen, ob das der Fall ist. Hier gibt es von einem Analysten ein paar Unterschiede, was eigentlich jetzt anders ist im Vergleich zu vorherigen Krisen. Zum Beispiel erstens, dass die Haushalte so verschuldet sind wie noch nie, dass praktisch die Firmen so verschuldet sind wie noch nie. Das gilt insbesondere in den USA, dass die Aktienmärkte so abhängig sind von etwas fragwürdigen Praktiken wie zum Beispiel Aktienrückkäufe. Auch die Wirtschaft insgesamt ist in den USA sehr abhängig eben von den Aktienmärkten, weil zum Beispiel Pensionsfonds da ja dick investiert sind. Das heißt, die Renten der Leute hängen ein Stück weit dran. Und natürlich ist man so abhängig vom Zentralbankgeld wie noch nie. Das sind nur einige kleine Unterschiede, die zeigen, dass wir hier es wirklich mit einer anderen Situation eigentlich zu tun haben, als etwa in der Finanzkrise, die im Wesentlichen eine Immobilien- und eine Bankenkrise war. Banken haben sich wechselseitig nicht mehr vertraut, nachdem der Immobilienboom gecrashed war. Aber jetzt sind wir in einer anderen Situation. Und das gilt auch für die amerikanischen Privatkonsumenten etwa. Hier sehen wir, wie es aussieht um die Sparquoten. Da haben nämlich die unteren 90%, also so fast alle, haben eine negative Sparquote. Das heißt, die haben faktisch Schulden
Nur die Top 1% und die nächsten 9% sind hier positiv. Das heißt, man trifft hier auf Konsumenten und Verbraucher, die nicht wirklich ein großes Polster haben. Und jetzt ist es eben so, dass hier teilweise offenkundig in den USA, wie hier Project Syndicate schreibt, gar nicht das Personal bei den Gerichten der Fall ist, um solche Insolvenzen abzuwickeln. Da muss man jetzt unglaublich viel Personal aufstocken, um diese Flut an Insolvenzanträgen erstmal aufzufangen, vor allem von Unternehmen. Und wir sehen, dass solche Firmen etwa wie Avis oder Hertz hat ja Insolvenz beantragt, Avis auch ein Autovermieter, die ja besonders abhängig sind weil vom Flugverkehr, weil etwa 2/3 der geleasten Autos kommen eben oder hängen zusammen mit Flugverkehr, wo die Leute also irgendwo landen und sich dann einen Leihwagen nehmen. Und diese Firmen wie Avis, die müssen jetzt horrendes Geld bezahlen, horrende Zinsen bezahlen, damit sie überhaupt nochmal Geld bekommen. Aber wer jetzt sozusagen sehr große Kosten hat, um sich zu finanzieren, der muss diese Schulden in Zukunft zurückfahren und muss die abbauen. Und das heißt, er kann dann auch perspektivisch weniger investieren, kann das eigentliche Business dann nicht weiter nach oben bringen. Schauen wir uns noch mal ein paar Dinge an, die interessant sind im Vergleich zwischen den USA und Europa. Zu Europa komme ich gleich. Wir sehen nämlich, dass wir hier Junk Bond Issuance im Jahr 2020, also praktisch die Ausgabe von Unternehmensanleihen mit durchaus fragwürdiger Bonität, die ist in den USA massiv höher als in Europa. Da wurde richtig zugegriffen, auch im Investment-Grade-Bond-Bereich. Die Unternehmen haben sich also vor allem vor der Corona-Krise noch mal richtig zugeschaufelte mit Geld. Und wenn wir von Junkbonds sprechen, dann müssen wir eben auch vom Ölsektor und Energiesektor sprechen, denn da ist ein nicht ganz unerheblicher Teil dieser Junkbonds zu Hause gewissermaßen. Wir sehen hier die Preise, die eigentlich die amerikanische Shale-Industrie, die Fracking-Industrie, wenn man so will, braucht. Und das liegt im Prinzip zwischen $60 und $20. $20 sind sozusagen die am effektivsten, am produktivsten das Öl unter geringsten Kosten rausholen können. Und die anderen sind so bei $60. Das ist die sogenannte Shale Death Zone, wie das hier bezeichnet wird. Nochmal zu den USA. Wir sehen, dass Kredite vor allem vergeben werden für Unternehmen im mittleren Westen, weniger für Ostküste und Westküste. Warum auch immer das so ist, jedenfalls sehen wir, dass die eigentlich produktiven Teile, was das BIP in den USA betrifft, natürlich an der Ostküste und an der Westküste sind. Die Staaten, die Bundesstaaten in den USA, die derzeit praktisch im totalen Shutdown sind, die machen 57,6% des amerikanischen BIPs aus. Der mittlere Westen mit ein paar anderen Staaten hier noch etwa 34%. Also es sind die wenigen kreativen, produktiven Staaten in den USA, wo wirklich was passiert. Es sind 3% aller amerikanischen Counties, wie sich das nennt, also Gemeinden, die letztendlich über 50% des amerikanischen BIPs erwirtschaften. Eine davon ist natürlich New York. New York alleine 8% des amerikanischen BIPs. Aber wir haben heute natürlich wieder die FED in Aktion gesehen, respektive die Ankündigung, dass nicht die FED, sondern das US-Finanzministerium eine 20-jährige Anleihe herausgeben wird. Es gibt ja 10-jährige und 30-jährige Staatsanleihen. Seit 1986 wurde keine 20-jährige Staatsanleihe mehr herausgegeben. Und das Interessante ist, dass dieser 20-jährige Bond am 20. Mai kommt im Jahr 2020. Also hier hat wahrscheinlich ein Zahlenkabbalist zugeschlagen. Jedenfalls versuchte man eben seitens der USA jetzt massiv Geld aufzunehmen. Es war ja auch schon die Rede von 50-jährigen Anleihen, 100-jährigen Staatsanleihen, so wie es etwa Argentinien gemacht hat und vor allem unsere österreichischen Freunde gemacht haben. Aber schauen wir uns doch mal an, was jetzt da vielleicht eine Folgerung draus sein könnte, nämlich die, dass die Bilanzsumme der FED zum Beispiel hier massiv natürlich steigt, allein durch dieses 2,3 Billionen Programm, was man aufgelegt hat, viel deutlicher steigt als das der Bank of Japan, möglicherweise daher Abwärtsdruck für den Dollar zum Yen. Schauen wir uns nochmal an, wie jetzt die Lage in Europa der Fall ist. Hier sehen wir, dass die Europäische Kommission heute ihre Projektionen gegeben hat für das Wachstum oder genauer gesagt die Schrumpfung der Wirtschaft. Und man hat so ein bisschen Angst, dass der Euro auseinanderfliegt, wenn wir jetzt mehr als 8% oder hier die Prognose für das zweite Quartal liegt insgesamt bei minus 7,7%. Wenn wir uns die einzelnen Staaten mal anschauen, dann steht Polen noch am besten da mit minus 4,3%, Griechenland am schlechtesten mit minus 9,7%.
Hier sehen wir dann Spanien minus 9,4, wir sehen Italien minus 8,2, wir sehen Deutschland ist da noch einigermaßen weniger davon betroffen mit minus 6,5%. Wir haben dann Einzelhandelsumsätze gesehen, auch in der Eurozone minus 11%. Sie sehen ja bei diesem Chart, das ging meistens so irgendwie seitwärts und plötzlich ein kleiner Ausreißer nach unten. Und wir haben auch die Industrieproduktion, die Industrieaufträge genauer gesagt, gesehen mit minus 15,6% in Deutschland. Jetzt im März, wir sprechen nicht vom April, sondern vom März, der ja praktisch erst in der zweiten Hälfte dann so betroffen war mit dem Lockdown. Erwartung war minus 10,0%. Also da ging es zur Sache. Wer sind jetzt die schwächsten Glieder weltweit gesehen? Hier sehen wir das zum Beispiel bei Dollarbonds, die am meisten unter Wasser sind oder wo die Abschläge der Kurse respektive die Renditen am höchsten sind, die Risikoaufschläge. Venezuela an Nummer 1. Hätte man sich fast auch denken können. Argentinien an Nummer 2, Libanon an Nummer 3, aber dann auch Südamerika, Ecuador und Afrika, Sambia. Also das sind sozusagen diejenigen, die wahrscheinlich als erstes über die Wupper gehen. Wer denn? Das einzige Land, das derzeit einen Einkaufsmanager-Index hat, über 50, ist China. Und die Daten sind sicherlich so richtig wie die Anzahl der Corona-Fälle in dem Land. Da hat man so 2-3 im Durchschnitt Neuinfektionen, ist klar. Jedenfalls sehen wir, dass die Philippinen, Indien ganz unten stehen. Indien heute, glaube ich, mit einem Einkaufsmanager-Index bei 5 im Dienstleistungsbereich. Also das tendiert gegen 0. Die einzige positive Botschaft ist, es kann nicht unter 0 gehen. Aber auch Spanien heute etwa mit 7. Die Wachstumsgrenze ist ja 50. Leicht unter dieser 50 könnte man formulieren. Das wollte ich nicht zeigen, sondern ich wollte abschließend nur ein paar Charts zeigen. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Es geht rauf, es geht runter. Es gab dann die Asienrampe heute Morgen wieder. Also dieses Intervall zwischen dem Beginn des europäischen Handels und eigentlich dem weitgehend schon erfolgten Ende des asiatischen Handels. Da werden die Futures gerne nach oben gezogen. Ein Kommentator bei YouTube hat das mal simuliert und festgestellt, seit dem 18. März ist das so, dass da plötzlich richtig schön auf die Tube gedrückt wird. Das ist auffallend. Wir sehen, dass der deutsche Leitindex ein bisschen schwächer derzeit auf der Brust ist. Brust ist mit 10.613 Gold. Hält sich bei 1685, ist unter Druck gekommen. Wir sehen den Ölpreis, der gefallen ist, zunächst mal gerade mit Veröffentlichung der ADP-Arbeitsmarktdaten, dann aber so ein bisschen nochmal sich hat erholen können nach Veröffentlichung der Lagerbestände, nicht ganz so drastisch gestiegen waren, wie befürchtet worden war. Also das ist das deprimierende Bild. Ich hoffe, ich habe Sie nicht jetzt zu sehr oder habe ihn nicht zu sehr die Laune verdorben, aber es ist nun mal der Fall. Wie all das zusammenpasst mit den Aktienmärkten, das muss man mir erklären. Okay, Fedput, Anlagedruck, wo soll man hin mit dem Geld, verstehe ich ja alles, aber diese Zahlen, die wir aus der Wirtschaft bekommen, die werden ja auch an den Unternehmen nicht vorbeigehen und dann habe ich ein Bewertungsthema, dann habe ich sozusagen Relationen, die es so in der Form eigentlich noch nie gab, die so derartig absurd sind, dass sie fast schon wieder lustig sind. Also, das soll es gewesen sein. Jetzt wünsche ich Ihnen trotzdem einen schönen Feierabend, meine Damen und Herren. Und ich sage Servus und Ciao.